Hallo, da bin ich wieder. Diesem Video werde ich euch ganz flink erklären, wie ihr ein Pferd zähmt. Leider habe ich dazu jetzt kein wildes Pferd, weil das würde den Zeitrahmen sprengen. Mein letztes Video fand ich jetzt auch schon viel zu lange. Also zeige ich euch das mit einem bereits gezähmten Pferd. Der Ablauf wird sich nicht viel ändern. Um ein Pferd zu zähmen, müsst ihr Level 14 sein und Tiere im Baum tame und recute. Müsst ihr einmal Pferde zähmen lernen, beziehungsweise den Perk freischalten. Dann erhaltet ihr den Bauplan für diese Zügel, für dieses kostbare Trockenfutter. Und natürlich für den Sattel und eine Rüstung fürs Pferd. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Sattel vorher bauen. Dazu braucht ihr allerdings primitive Tierhaut. Da, wie schon gesagt, Hasen, Füchse, die werdet ihr locker schaffen mit dem Level. Aber nicht zu viel Füchse angreifen. Am besten einzelne, wenn es geht, oder ganz niedriglevelige. Wie man mit den kämpft, kann ich euch später vielleicht nochmal zeigen. Die Rüstung ist noch nicht so wichtig. Baut auf jeden Fall einen Sattel. Dann baut ihr euch mal am besten zwei solche Zügel. Und dieses kostbare Trockenfutter baut mal so sechs Stück. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet für meinen Fake-Tame. Ich baue mal nur eins. Da ich das Pferd schon besitze, reicht das, um euch das einmal vorzuzeigen. Dann zieht ihr jetzt in die Leiste, egal wohin. Und natürlich braucht ihr dann noch die Zügel. Ah, die habe ich jetzt leider vergessen. Ich wollte jetzt nicht noch, dass es nicht eine Länge geht. Die zieht ihr euch dann auch in die Leiste rein. Dann drückt ihr einmal die Zahl von diesem Futter. Und ihr könnt auch gleich die Zahl drücken, wo eure Zügel liegen. Und jetzt habt ihr das Futter in der Hand. Jetzt haltet ihr die linke Maustaste gedrückt. Und ihr müsst natürlich hinter dem Pferd stehen oder sehr weit weg, dass es euch nicht sieht, sonst wird es aufschrecken und wegrennen. Und dann geht ihr so nah ran, wie ihr schafft. So, jetzt wie ich ungefähr reicht. Näher würde ich nicht gehen, weil die drehen sich natürlich auch manchmal um. Dann braucht ihr natürlich einen guten Winkel, dass das Futter vor dem Pferd landet. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Das war jetzt zum Beispiel zu kurz. Ist gut, noch eins habe. Genau, jetzt ist es vor dem Pferd gelandet. Das Pferd würde jetzt natürlich von alleine dahin rennen. Das stelle ich, indem ich es mal hinschiebe da. Jetzt würde er alleine dahin rennen. Und ist dann natürlich abgelenkt. Und jetzt, wie gesagt, habt ihr eure Zügel in der Leiste. Ihr müsst sie ausgewählt haben. Sie sind dann gelb umrandet, wenn ihr sie in der Hand habt. Und dann, ihr müsst nicht unbedingt schleichen, ihr könnt auch normal hinlaufen, solange das Futter noch da liegt. Und dann erscheint hier die Option Reiten, auch ohne Sattel. Ja, dann drückt ihr natürlich Reiten. Und das Pferd wird wie wild losrennen und irgendwo hinreiten. Da ist ein Tipp, wenn ihr nicht lenkt, steigt die Scheue des Pferdes nicht so schnell. Ihr seht dann unten drei Balken. Und irgendwann wird dieser Balken voll sein. Dann startet ein Minigame. Das wird mit einem Countdown von 3 Sekunden angekündigt. Und dann müsst ihr genau hingucken und müsst dann die linke oder die rechte Maustaste wie verrückt drücken. Die drückt ihr dann und währenddessen kann es halt wechseln von links auf rechts oder von rechts auf links. Dann drückt ihr natürlich die andere wie verrückt. Und in dem Zuge sinkt der Scheuheitsbalken des Pferdes. Und dann reitet das wieder random rum. Und jetzt noch ein kleiner Zusatztipp. Manchmal sind natürlich auch Wölfe in der Nähe. Wenn die das Pferd beißen, kriegt es nicht so gute Attribute, die ich euch dann noch zeige. Deswegen baut, bevor ihr das Pferd findet, in der Nähe dieses Gebäude nach. Das sind einfach zwei Fundamente und fünf Wände und einmal die große Doorframe mit der großen Door. Macht es natürlich. Ihr müsst es vorher aufmachen. Holt euch das Pferd und dann tut ihr natürlich das Lenken jetzt benutzen, auch wenn die Aggro des Pferds dadurch schneller steigt, dann manövriert es hier rein. Und dann habt ihr ja die Option Schließen. Wenn ihr das klickt, werdet ihr auf jeden Fall von dem Pferd einmal abgeworfen. Das ist aber nicht so schlimm. So, und jetzt guckt ihr eure Zügel an, wenn die noch eigentlich komplett ganz sind, könnt ihr die nochmal nehmen. Dann geht ihr natürlich wieder ans Pferd und könnt nochmal reiten drücken. So, und dann rennt das Pferd nur noch hier drin rum und kein wildes Vieh kann das Pferd beißen und dadurch
wird es ein gutes Pferd, wenn ihr Glück habt. Dann kommt noch ein paar Mal das Minigame. Gebt euch da echt Mühe, wenn ihr schafft, das durchzuziehen und nicht einmal abgeworfen zu werden, wird das Pferd richtig gut und bekommt gute Werte. So, in meinem Fake-Team ist es jetzt halt einfach mal fertig. Dann werdet ihr erstmal automatisch runtergeschmissen. Es erscheint ein Fenster, wo ihr Namen für das Pferd vergeben könnt. Wenn ihr gerade nicht aus dem FF einen habt, drückt einfach auf Bestätigen. Ihr könnt den Namen später noch ändern, zeige ich euch jetzt gleich mal. Jetzt ist hier unter Untergebene, unter dem Reiter Reittier, euer Pferd da. Und hier oben mit diesem Symbol könnt ihr den Namen nochmal ändern, bestätigen und dann hat es den anderen Namen. Jetzt kommen wir zu den Eigenschaften. Wenn ihr das Pferd schafft, ohne oft abgeworfen zu werden, beziehungsweise gar nicht abgeworfen zu werden, da habt ihr hier rechts einmal halt die Lebenspunkte. Das ist unwichtig, das ist, wenn es betäubt wird. Die Ausdauer ist relativ wichtig, wie lange es halt sprinten kann. Das Max-Tempo ist auch ein wichtiger Punkt, wie schnell es ist. Also 7-800 ist schon richtig nice, alles darunter ist jetzt nicht so cool. Das ist die Beweglichkeit, wie schnell sich das Pferd drehen und wenden kann, ohne große Winkel zu reiten. Das ist natürlich der Hunger vom Pferd. Das ist dann natürlich auch füttern, da müsst ihr das Futter reinziehen. Das ist das Gewicht, was das Pferd tragen kann. Das kann jetzt 708 tragen. Ihr müsst euer Eigengewicht natürlich noch dazu bedenken. Das kommt dann in der vorderen Zahl mit drauf. Der nächste Punkt ist das Leben des Pferd als die Gesundheit. Ja, lest einfach mal den Text hier, drückt kurz Pause. Selbsterklärend. Sollte nicht so runtergehen. Und die Lebenskraft ist dann noch ein doofes Thema. Wenn eure Pferde sterben oder ihr die sich paaren lässt, was ich euch auch gleich noch zeige, geht die Lebenskraft runter. Somit könnt ihr die Pferde dann nicht mehr aus eurem Stall rausholen. Beziehungsweise können die sich nicht mehr paaren. Um die Lebenskraft wieder zu steigern, können NPC-Mobs gewisse Pillen oder Medizintropfen, welche ihr dem Pferd verabreichen könnt. Dadurch steigt dessen Lebenskraft wieder und das kann wieder voll eingesetzt werden. Und hier haben wir nochmal die Lebenskraft. Verstehe ich jetzt leider nicht. Kann man durchlesen. Egal. So, das ist die Pferderüstung. Meins hat jetzt natürlich eine gute Rüstung und einen guten Sattel. Deswegen hat das eine gute Defense. Und aber was die Zahlen jetzt genauer sagen, weiß ich nicht so genau, leider. Sorry. Genau, und dann habt ihr oben noch einen zweiten Reiter. Das sind die Fähigkeiten, Eigenschaften und die Schwächen. Und blau ist halt gut, grün ist nicht so gut. Es gibt dann sicher später auch noch lila. Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch ein besseres Pferd habe. Genau. Das hier ist schon mal ein gutes Pferd, kann man sagen. Das könnt ihr halt euch dann durchlesen, was eures Pferd hat. Was gut ist am Pferd. Und hier bei Weakness sind halt die Schwächen. Ja, wenn die Ausdauer verbraucht ist, läuft es dann halt ganz langsam in dem Fall. Meine anderen Pferde haben irgendwie keine Schwächen. Die sind irgendwie alle gesund. Ah, hier, das. Ach so, das ist das von gerade. Genau. Deswegen aufpassen. Später, wenn ihr richtig gute Pferde haben wollt, am besten das Minigame immer gewinnen und nicht abwerfen lassen. Und jetzt kommen wir noch schnell zum Stall. Da könnt ihr eure Pferde, wie gesagt, drinnen parken. Ich habe gerade zwei drin, die sind eigentlich zur Paarung da drin. So, ihr stellt euer neues Pferd einfach davor. Müsst euch den Namen merken. Haltet E gedrückt und dann stelle dein Pferd in den Stall. Und das ist die Boonhild. Die stelle ich jetzt rein. Und da ist sie jetzt. Die sehen hier drin alle gleich aus. Ich denke mal, das ist so Performance-Einsparung. Ihr seht, mein Stall ist voller Essen. Das nehmen die Pferde sich automatisch halt raus. Das ist das Schlechteste, was man im Inventar dann bauen kann. Und im Stall, wenn euer Pferd stirbt, findet ihr das hier wieder. Da klickt ihr einfach hier drauf und drückt Recover. Wenn ihr vergraben drückt, ist es halt weg und ihr kriegt es nicht wieder. Wenn ihr Recover wählt, erscheint es hier wieder. Und hat dann hier einen Timer und wenn der abgelaufen ist, könnt ihr das mit Wiederherstellen aus dem Stall rausnehmen. Und hier ist das besprochene Life Force. Da braucht ihr halt einen Gegenstand, den ihr nur von NPCs kriegt.
Bisher ist es hier auf unserem Server irgendwie Mangelware. Keine Ahnung. Werde ich schon finden. Und dann könnt ihr noch die Pferde trainieren. Dazu müsst ihr ein NPC an den Stall stellen. Und könnt dann hier einstellen, wie lange der das trainiert. Und da sind gewisse Kosten dann nötig. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Kann sein, dass mein NPC irgendeinen Skill noch nicht hoch genug hat oder Skill braucht, um das machen zu können. Da steigen heute eure Pferde im Level. Ja, und dann haben wir noch den Punkt Paaren. Da tut ihr am besten Fall einen Menschen rein und das Weibchen, was sich mit dem paaren soll. Dann klickt ihr einfach auf Paaren. Okay, das Pferd kann sich nicht mehr paaren, weil die Lebenskraft alle ist. Aber jetzt werden die zwei gepaart. Pferd paart sich. Das ist ganz wichtig, der Stall muss sehr viel Futter enthalten. Denn das Fohlen erscheint dann hier irgendwann. Nach der Stunde ist das weibliche Pferd schwanger und dann dauert es eine Weile, dann kommt das kleine Pferd dann raus, das Fohlen. Und das hat ziemlich Hunger und wächst von klein nach groß und frisst dabei sehr viel. Und das kann dann, wenn die Eltern gute Werte haben, kann das Fohlen halt auch gute oder bessere Werte kriegen. Da gibt es dann noch einen Stammbaum und so, aber ich wollte euch nur zeigen, wie man die tämt und dann das mit dieser Hütte, wo ihr reinredet beim Tämen und wie man die sich paaren lassen kann. Genau, nach einer Stunde ist dann halt das Fohlen hier drin, frisst sich Bauch voll. Könnt es aber auch schon rausholen, wenn ihr wollt, dann müsst ihr das Essen in das Inventar des Fohlens tun. Jo, das war's. So tämt man Pferde, so bedient man den Stall. Ein NPC tut man rein, den man E gedrückt hält. Dann hat man hier so ein Mannekicken mit einer Leiter. Genau. Bis zum nächsten Guide. Ciao.